Moin, heute geht es um Season 8 und das ist wohl die mit Abstand wichtigste und veränderndste Season, die Sea of Thieves jemals gesehen hat. Denn so gibt es neue Orte, neue Fraktionen und ein komplett neues PvP-System, das alles verändern wird. Season 8 wird krass. Vor allem für PvP wird es vieles verändern. Aber so wird der PvP nicht nur Auswirkungen auf den PvP an für sich haben, sondern auch auf alle Spieler, die eigentlich keine Lust auf PvP haben. Warum? Dazu kommen wir noch. Aber fangen wir erstmal an, was sich mit dem PvP in Season 8 ändert. PvP wird so gesehen on demand stattfinden, bedeutet auf Abruf. Wie das funktioniert? Ganz einfach. In der achten Season wird es zwei verschiedene Fraktionen geben. Einmal die Guardians of Fortune und die Servants of the Flame. Die Guardians of Fortune, wie schon der Name verrät, richten sich logischerweise nach dem Piratenlord und die Servants of the Flame ganz nach den Reapern bzw. Flameheart. Beide Fraktionen können prinzipiell ganz normal gespielt werden im ganz normalen Abenteuermodus und auch alles das, was ich jetzt gleich sagen werde, findet ganz normal im Abenteuermodus statt. Also es ist kein extra Spielmodus, der dafür rauskommt. Ihr könnt beide Fraktionen mehr oder weniger ganz normal eigentlich auch spielen und zwar einfach Schätze ausgraben, Skelette vermöbeln und so weiter. Oder ihr verwendet das neue PvP-System. Dabei geht ihr nämlich auf die Jagd nach Spielern der anderen feindlichen Fraktion. Wie funktioniert diese Jagd? Alles startet mit der Sanduhr des Schicksals, welche sich ab Season 8 an Bord jedes einzelnen Schiffes befindet. An dieser Uhr könnt ihr euch dann ganz einfach für eine der beiden Fraktionen entscheiden. Solltet ihr euch für eine Fraktion entschieden haben, dann sagt ihr damit ganz klar, ihr wollt PvP. Es ist ein klares Ja dazu. Das ist ganz, ganz wichtig. Bedeutet, tretet ihr zum Beispiel den Servants of the Flame bei, so werden euch die Spieler der Guardians of the Fortune jagen und auch andersrum logischerweise. Das funktioniert auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Erstens einfach für eine Fraktion abstimmen und segeln. Mehr nicht. Ihr spielt sonst wie immer, seht ihr ein anderes Schiff, dann bekämpft ihr dieses und gut ist. Seht ihr dann auf einmal ein Schiff einer anderen Fraktion, also der gegnerischen Fraktion, macht ihr genau dasselbe. Ihr kämpft einfach dagegen. Oder zweitens, ihr legt nach dem Abstimmen für die jeweilige Fraktion zusätzlich noch die Kriegskarte auf den Abstimmtisch bereit. Habt ihr für diese Kriegskarte gemeinsam abgestimmt, wird es ab diesem Moment ein Matchmaking geben. So taucht das Schiff dann nämlich unter Wasser und ihr seid nun in einer Warteschleife und sucht nach einem passenden Gegner. Habt ihr einen Gegner gefunden, so taucht dieses Schiff auch automatisch wieder von unten nach oben auf und ihr seid ab diesem Moment im PvP. Wichtig ist das Schiff unter Wasser, so habt ihr da immer noch die Möglichkeit, eure Kanonen klar zu machen, nochmal Vorräte umzusortieren und so weiter. Also ihr könnt euer Schiff ganz normal verwenden. Seid euch aber bewusst, seid ihr einmal unter Wasser, so könnt ihr logischerweise keine Vorräte mehr kaufen. Ab diesem Moment seid ihr so gesehen kampfbereit und müsst auf alles vorbereitet sein. Seid ihr aus der Tiefe emporgestiegen, dann beginnt wie gesagt der Kampf. Aber nicht überall, sondern in einen abgesteckten Bereich, den ihr nicht verlassen dürft. Diesen Bereich seht ihr auf eurer Karte, also am besten einmal ganz kurz schauen, wo ihr euch gerade in diesem Bereich befindet. Solltet ihr nämlich den Bereich verlassen, so erhaltet ihr als allererstes eine Meldung. Solltet ihr diese Meldung aber ignorieren, dann wird mit einer Zeit die Sanduhr einfach zerspringen und euer Schiff wird untergehen. Und somit habt ihr diesen Kampf automatisch verloren und das andere Schiff geht als Gewinner hervor. Jetzt kommt natürlich immer die große Frage, was bringt das eigentlich? Die Sanduhr ist nicht nur einfach ein Gegenstand zum Abstimmen einer Fraktion, sondern funktioniert sie so wie eine Botschafterflagge im Großen und Ganzen. Mit jedem gewonnenen Kampf gegen ein anderes Schiff der anderen Fraktion steigt die Sanduhr in ihrem Gütegrad auf.
Solltet ihr zum Beispiel sagen, okay, ich habe keine Lust mehr unter dieser Fraktion zu segeln, so könnt ihr wie jede andere Botschafterflagge auch diese Sanduhr am Ende einfach abwählen und ihr erhaltet dann, je nachdem wie hoch der Gütegrad eurer Sanduhr ist, eine Belohnung. In dem Fall logischerweise wie immer Gold. Also, je nachdem wie hoch euer Rang ist, erhaltet ihr auf jeden Fall immer mit dieser Sanduhr Gold. Aber Gold ist nicht alles, was ihr erhaltet. Denn neben dem Gold gibt es auch noch Treue, wenn ihr unter der Flagge einer Fraktion segelt. Treue ist mehr oder weniger einfach nur die Erfahrung wie bei den alten Fraktionen, wie zum Beispiel die Goldhorder oder auch dem Seelenorden. Also spielt einfach ganz normal dann mit dieser Fraktion so gesehen und ihr werdet merken, ihr haltet Treue, ihr levelt langsam auf, um dann quasi irgendwann Level 100 zu erreichen. Solltet ihr einen PvP-Kampf gegen ein anderes Fraktionsschiff gewinnen, so erhaltet ihr einmal logischerweise Ansehen bzw. einen Rang, einen höheren Rang für eure Sanduhr, die steigt dann logischerweise. Und zusätzlich gibt es logischerweise dann auch noch Treue obendrauf. Solltet ihr dann es auf einmal schaffen, mehrere Schiffe hintereinander zu versenken, ohne dabei selber unterzugehen, gibt es so gesehen einen Killstreak. Besiegt ihr mehrere Schiffe, ohne unterzugehen, erhaltet ihr auch automatisch mit jeder Sache, die ihr macht, mehr Treue, also ihr levelt die Fraktion schneller hoch. Beim Besiegen von 4 Schiffen hintereinander, ohne ein einziges Mal unterzugehen, werdet ihr ein Fraktion-Champion. Das Gute ist, ihr erhaltet nun wirklich sehr viel Treue und könnt somit wirklich die Fraktion sehr schnell leveln. Der Nachteil ist, jedes andere Schiff auf eurem Server wird euch sehen, ihr werdet mit einem Symbol ganz klar markiert. Und somit kann es dann natürlich passieren, dass andere Schiffe auf die Jagd nach euch gehen. Denn solltet ihr zum Beispiel selber so einen Champion sehen und diesen besiegen, dann erhaltet ihr einmal deutlich mehr Treue, also Erfahrung in eurer Fraktion und eure Sanduhr steigt auch ein klein wenig im Rang mehr an als normalerweise. Also es ist immer ein Für und Wider, so ein Fraktion-Champion zu werden. Solltet ihr aber selber zum Beispiel dann so ein Fraktion-Champion sein, so könnt ihr nicht nur Schiffe jagen, die genauso groß sind wie euer Schiff, weil normalerweise ist es so, wenn ihr in so einen Kampf reingeht mit der Kriegskarte und ihr seid zum Beispiel auf einer Schaluppe, dann werdet ihr gegen eine Schaluppe kämpfen, seid ihr auf einer Brick, kämpft ihr gegen eine Brick und Galeone gegen Galeone, damit das immer schön fair ist. Aber wenn ihr zum Beispiel dann ein Champion sein solltet, so habt ihr die Möglichkeit auch zu sagen, okay, gegen eine Schaluppe zu kämpfen, das war jetzt momentan wirklich viel zu einfach, ich habe immer alles gewonnen. So könntet ihr auch sagen, selbst wenn ihr auf einer Schaluppe seid, okay, ich versuche es selber mal mit einer Brick und versuche es eine andere Brick zu besiegen. Also für alle Tryharder unter euch, das könnte genau das Richtige für euch sein. Aber wie gesagt, all die jetzt sagen, ja okay, das mit dem PvP, das ist schön und gut und es ist auch eine PvP-Fraktion, aber ich würde die Fraktion auch gerne ohne PvP leveln, geht das? Und ja, das geht. Und zwar könnt ihr die Fraktion einfach so leveln, indem ihr Schätze an Bord eures Schiffes bringt und dann levelt ihr das so gesehen ganz normal weiter. Und halt wertvolle Schätze bringen halt mehr und weniger wertvolle bringen halt logischerweise dann weniger. Somit ist ebenfalls eine legitime Art und Weise, das zu machen. Aber im PvP kann ich mir vorstellen, geht das alles deutlich schneller und vielleicht auch sogar am Ende ein klein wenig leichter. Wer weiß das schon? Also, das PvP-System in Sea of Thieves wird wirklich sehr, sehr grundlegend geändert und auch für PvE-Spieler könnte es gut sein, da PvP-Spieler nun gezielt aufeinander gehen werden und vielleicht haben dann die PvE-Spieler ein klein wenig mehr Ruhe. Ich denke mal, das könnte tatsächlich in diese Richtung gehen, denn PvP-Spieler, die diese Fraktionen spielen wollen, werden schon sehr bedacht darauf sein, quasi auch automatisch die Kriegskarte zu verwenden, um dann automatisch und schnell und effektiv und effizient vor allem in ein PvP-Match geschmissen zu werden. Ich finde die Sache persönlich sehr, sehr gut und ist für mich sogar eine bessere Lösung als die Arena. Aber so sorgen die beiden Fraktionen nicht nur für eine Veränderung des PvPs, sondern ändert sich diesbezüglich logischerweise noch deutlich mehr. Denn so gibt es logischerweise auch wieder neue Meilensteine, wenn ihr da halt weiter levelt, also einen bestimmten Spielstil an den Tag legt und halt quasi eine Fraktion sehr viel spielt. Dann erhaltet ihr logischerweise auch neue Anpassungen für euer Schiff, sowohl für außen, also für euren Rumpf, Galionsfigur und was das also angeht, und auch für innen, also neue kleine Figürchen, die ihr irgendwo hinstellen könnt, also prinzipiell genau wie bei jeder anderen Fraktion auch.
Und ich muss schon sagen, vor allem die Schiffsskins, finde ich, von den beiden Fraktionen sehen schon verdammt gut aus. Allein dafür könnte es sich wirklich lohnen, diese Fraktion sehr viel zu spielen. Aber es gibt noch einen viel, viel besseren Grund. Denn habt ihr zum Beispiel Treue-Level 100 erreicht, dann erhaltet ihr sowohl im Legendenversteck als auch im Reaper Zugang zu einem Ort, der nur für diese Spieler zugänglich ist, die halt in einer der beiden Fraktionen Level 100 erreicht haben. Oder von mir halt aus auch in beiden Fraktionen. Denn solltet ihr zusätzlich zu dem Level 100 dann auch noch eine Piratenlegende sein, beziehungsweise Level 75 in den Reapern, so wird euch halt der Zugang zu einem extra Ort im Piratenversteck gewährt, beziehungsweise im Reaper, und diese beiden Orte sehen schon ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich cool aus. Das war aber immer noch nicht alles, es wird nämlich noch viel, viel besser. Habt ihr nämlich dieses Level erreicht in beiden Fraktionen, so könnt ihr zum Beispiel bei den Guardians of Fortune den Segen von Athena erhalten und dann sieht ihr am Ende so aus. Dann seht ihr aus wie der Piratenlord und dieser Fluch oder dieser Segen so gesehen ist schon echt fett und das sieht schon, finde ich, ziemlich, ziemlich cool aus. Was meiner Meinung nach aber noch viel, viel cooler aussieht, ist zum Beispiel, wenn ihr bei den Servant of the Flame Level 100 seid plus Reaper 75, dann könnt ihr nämlich das hier erhalten. Richtig. Den Skelettfluch. Er ist tatsächlich ins Spiel reingekommen in einer sinnvollen Art und Weise und ich finde, es sieht schon ziemlich cool aus. Und unter dem Reaper Hideout wird dann auch ein neuer NPC vorhanden sein, wo ihr dann euer Skelettaussehen noch weiter anpassen könnt. Also auch das ist schon top. Also es ist wirklich, wirklich cool und Season 8 bringt da wirklich viele coole Sachen rein, viele Neuigkeiten, viele Änderungen einfach. Natürlich wird es mit der 8. Season auch wieder einen neuen Season Pass geben mit 4 neuen Items drin und auch einen neuen Plunder Pass und ja, den schaut ihr euch am besten selber mal an, da sind schon ein paar ganz coole Sachen dabei, muss wie immer jeder für sich selber entscheiden, ob einem das Geld das wert ist, sich den Plunder Pass am Ende zu holen. Und auch im Piratenbazar gibt es logischerweise wieder viele neue Sachen in der kommenden Season. Los geht's am 22.11., also schon kommende Woche und ja, ich sag, ich kann's kaum erwarten, ich freue mich persönlich sehr drauf. Das war natürlich nicht alles, was heute vorgestellt wurde. So gibt es ja auch noch eine Neuigkeit bezüglich Flameheart, ja, er hat gewonnen. Was das für die Sea of Thieves zu bedeuten hat und für die Zukunft im Allgemeinen, das wird in einem anderen Video geklärt. Und auch noch bezüglich Golden Sands gab es auch noch ein paar Neuigkeiten, aber da kommen wir in einem anderen Video zu. Ansonsten war es soweit von meiner Seite. Ich bedanke mich einfach nur recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord. Euer Cheft.